In unserer heutigen Stehübung lade ich dich ein, dass du dir selber Halt gibst. Und du kannst die Übung heute im Stehen machen oder im Sitzen. Und du kannst sie an eine Wand angelehnt machen. Oder auch hier so an einen Schrank, an eine Tür, an einen Platz, der für dich gut ist. Und so spürst du erstmal, wie du jetzt gerade da bist. Wie ist der Kontakt zwischen den Füßen und dem Boden? Wie ist der Kontakt zwischen dem Scheitel und der Decke? Zwischen den Fingern und der Decke? Und wie möchtest du dich heute verbinden? Du kannst dir vorstellen, von der Mitte des Beckens durch die Beine, die Füße, die Fußsohlen, dass du dich tief verbindest und verwurzelt. Verwurzelst und dir die Kraft und Stabilität der Erde ganz deutlich unter dir spürst. Diese riesige Kugel und wie die Erde dich hält. Mit dem, was wir Schwerkraft nennen, auch wenn du gerade auf dem Kopf durch das Weltall fliegst, bist du so kraftvoll verbunden mit der Erde, dass sie dich hält. Ah, okay. Und du kannst dadurch dafür sogar deine Gelenke noch ein bisschen mehr locker lassen. Du kannst gleichzeitig spüren, wie die Wirbelsäule in sich entstand. Nur vom Steißbein hinauf dich verbindest bis zum höchsten Punkt des Scheitels, mit dem höchsten Himmel dich verbindest und dann spürst, wie dieses strahlende Band vom Steißbein ausgeht, das Kreuzbein entlang geht, ein stabiler Knochen, die einzelnen Wirbel aufeinander stehen, die Beweglichkeit und Kraft und Stabilität, die da drin steckt, die Lendenwirbel, so wie aufeinander geperlt, so ein Turm, den die Kinder bauen, so ein Bauklotzturm, die größer und größer und dann kleiner werdend. Zuerst mehr die Stabilität, dann die Beweglichkeit, Balance. Und so bist du von ganz alleine aufrecht. Strahlendes Band, Steißbein, Kreuzbein, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Scheitel und Himmel. Da ist schon Kraft. Und manchmal ist es so, dass wir uns gerne anlehnen wollen. Und dieses Anlehnen gibt dir Halt und Stabilität und auch dann vielleicht den Rückenwind, nach vorne zu gehen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. So wie so ein Vogel, der sich abstößt, wenn die richtige Höhe kommt und sich dann aber auch wieder sinken lässt, wenn die Höhe vorbei ist. Und so kannst du dich von der Kraft deiner Ahnen und Ahnen getragen fühlen, wenn das für dich angenehm ist. Du kannst dir aber auch einen Baum in deinem Rücken vorstellen. Du kannst die Wand in deinem Rücken spüren. Du kannst, wenn die Ampel auf Rot ist, beim Autofahren den Sitz spüren. Du kannst dich jetzt hinsetzen und dich anlehnen und das Gehaltensein spüren. Und dann kannst du auch dich vielleicht ganz zusammenmummeln in der Badewanne oder wo auch immer du dann bist und dich trotzdem getragen fühlen. Und du kannst dann auch, wenn du dich wieder aufrichtest, deine eigene Tragkraft spüren. Wenn du an der Wand stehst, kannst du deine eigene Aufrechte spüren und das Gehaltensein im Rücken. Wenn du auf dem Stuhl sitzt, kannst du auch das Gehaltensein im Rücken spüren. Finde jetzt einen Platz, wo du das spüren kannst. Und wenn du
in der Straßenbahn sitzt oder im Auto oder im Sessel, im Wartezimmer, im Zahnarztstuhl. Ah, da, ich kann mich überall fallen lassen. Beim nächsten Spaziergang dich mal eine Weile an den Baum anzulehnen, der dich mit Mutter Erde und Vater Himmel verbindet. Ah, da kommt die Kraft von hinten und trägt mich. Oder beim Radfahren, wenn du Rückenwind hast, auch dich da so ein Stückchen hineinzulegen. Ja. Möge also der Wind immer in deinem Rücken sein und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das ist.